ziemlich komplexe Prozesse, die wir heute bei unseren Kunden antreffen und vorfinden, natürlich dazu führen, dass die Anforderungen steigen an Themen wie die Prozessdokumentation, an Themen wie die Prozessautomatisierung und nicht zuletzt natürlich auch an so ein Thema wie Prozesstransparenz und Prozesssicherheit. Das sind drei Punkte, die wir mit der Kitechi Workflow Engine auch adressieren. Ich hatte gesagt, es braucht eine einheitliche und idealerweise grafische Sprache. Und genau diesen Punkt bedienen wir im Rahmen der Workflow Engine mit BPMN 2.0. Mit einem entsprechenden Modeler, beispielsweise dem Camunda Modeler, lassen sich dann Prozesse auch spielend leicht grafisch gestalten. Denn was wir festgestellt haben, wenn wir mit Ihnen, unseren Kunden, sprechen, ja, dann zeichnet sich da ein ganz anderes Bild ab, nämlich dass zwischen diesen beiden Punkten bei vielen von Ihnen doch eine ganze Menge passiert. Da müssen andere Ansprechpartner eingebunden werden, die vielleicht mal auf ein entsprechendes Dokument drauf gucken müssen und dann noch etwas prüfen müssen, bevor es dann letztendlich von freigegeben auf ungültig gesetzt werden kann. Und das, was wir jetzt hier in grün noch relativ einfach mal angedeutet sehen, das ist letzten Endes ohne die Kitechi Workflow Engine Wissen, das ausschließlich in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter oder im besten Fall noch in Prozesshandbüchern steckt. Sondern jede Instanz dieses Prozesses, der im Kitech durchläuft, ist sauber dokumentiert und kann dann später auch in einem Cockpit-Prozessmanager natürlich wieder zusammenlaufen, um Prozesse zu analysieren, um Prozesse zu optimieren. Und hier bieten wir im Bereich der Workflow-Administration doch eine ganze Menge von kleinen Hilfsmitteln an, um genau darauf zu schauen, um zu gucken, wie laufen meine Prozesse durch, um zu gucken, wo habe ich vielleicht höhere Liegezeiten und zu überlegen, was muss ich am Prozess ändern, um genau das zu ändern. So, dann wechseln wir an der Stelle vielleicht auch direkt mal in den bereits angesprochenen Webclient und melden uns hier als Prüfer dieses Dokumentes an. Und dann, dass wir hier die Aufgaben, die mir im Rahmen von Workflows zugewiesen wurden, dass ich die hier einsehen kann. Ich kann auch den Kontext hier erkennen, in dem sich die Aufgabe befindet. Ja, das zusätzliche Datenblatt wird mir oben links angezeigt und ich kann darüber hinaus dann auch, wenn ich das möchte, mir die Workflow-Übersicht über diesen Link hier einmal schnell aufrufen und mir wird das entsprechende BPMN-Diagramm angezeigt. Wechseln wir an der Stelle nochmal kurz über den Button oben links zurück in die Aufgabe und führen diese Prüfung durch. Die Frage, hier sehen wir eine Checkliste, also gibt es Punkte, die ich abhaken muss, um die Aufgabe zu erledigen. Wir sagen mal, es ist keine Schulung erforderlich. Die Begleitdokumente müssen auch nicht korrigiert werden. Der Prozesssteckbrief ist eine Lösung, die wir für Kitech entwickelt haben. Und wir schaffen damit einen Ort in Kitech, wo ich die wesentlichen Metadaten zu dem Prozess und aber natürlich auch begleitende Dokumente und nicht zuletzt das BPMN-Diagramm, das ich in dem BPMN-Modeler gestalten kann, unterbringen kann. Und habe somit in Kitech schon mal den Ort geschaffen, wo ich alle wichtigen Infos zu meinen Unternehmensprozessen dokumentieren kann und ablegen kann und an zentraler Stelle wiederfinden.